Als die Spleißer SIVA mit ihren Systemen fusionierten, bauten sie ein riesiges Netzwerk zur Kontrolle der Nanotechnologie. Wir werden also ihr Sensorenraster genauso ausschalten, wie sie unseres. Das sollte SIVA lange genug neutralisieren, damit du in den Replikationskomplex eindringen kannst. Hier gaben die anderen eisernen Lords ihr Leben. Du musst SIVA aufhalten. Ein für allemal. Zwischen dir und der Replikationskammer wimmelt es nur so von Spleißern. Pass auf! Die Spleißer haben eine Festung gebaut, um den Eingang zum Komplex zu überwachen. Kurzsichtig wie sie sind, benutzen sie den Reaktor eines alten Öltankers als Energiequelle. Der wird unsere Eintrittskarte sein. Empfange eine starke Energiesignatur in der Nähe. Das müsste der Reaktor sein. Wenn wir die Fusionszellen austauschen, sollte es das Netzwerk für ein paar Minuten lahmlegen. Verteidigung, Replikation, alles. Okay. Entferne die Fusionszelle und tausche sie mit ihrem Gegenstück aus. Okay, an einem instabilen Reaktor aus dem goldenen Zeitalter herumbasteln, der mit SIVA infiziert ist. Ein Kinderspiel. Wow, das ging schnell. Der ursprüngliche Plan der Eisernen Lords war, den Replikator in der SIVA-Kammer zu zerstören. Doch Yoldas Explosion beschädigte ihn nur. Wenn du also die Kammer erreichst, musst du beenden, was sie begann. Beweg dich, Hüter. Der SIVA-Replikationskomplex erwartet dich. Das wird die Gefallenen nicht daran hindern, das SIVA, das sie bereits besitzen, zu benutzen. Ein Krieg besteht aus zahlreichen Schlachten. Das? Saladin sagte, die Gefallenen konnten SIVA nicht kontrollieren. Ich vermute, dass die Unterbrechung ihres Zugriffs darauf sich nachteilig auswirkt. Ich würde mich nicht zu früh freuen. Nur wenige von uns erreichten den Replikationskomplex. Die stärksten Verteidigungssysteme, die Rasputin auffahren kann, hatten dieses ganze Gebiet bereits abgeschirmt. Roboter. Konstrukte. Manche Dinge hatte ich weder davor noch danach jemals zu Gesicht bekommen. Sie fühlten keinen Schmerz. Keine Angst. Letztes Mal war seine Präsenz beinahe physisch greifbar. Ich denke, er versuchte mit uns zu kommunizieren. Doch wir verstanden ihn nicht. Wie kannst du dir so sicher sein, dass Rasputin sich nicht einmischt, sobald wir da drin sind? Die Vorhut glaubt immer noch, dass Rasputin nur ein einfacher Kriegsgeist ist. Doch das ist er schon seit einer ganzen Weile nicht mehr. Wenn wir also die Produktion von SIVA aufhalten, weil das ja auch so leicht sein wird, was macht dann der, der es kontrolliert? Ich habe ein paar Hinweise.
Gefallenen Gespräche über einen verrückten Spleißerpriester, der Gott spielen will. Doch ich stimme Saladin zu. Fanatiker müssen warten, bis die Schwerstarbeit erledigt ist. Warum gibt es eigentlich nie Treppen? Sivas, Wölfling. Sei vorsichtig. Sollte jemand sie finden. Wir waren doch vom Licht gesegnet. Ich wusste nicht einmal, dass jemand mit dem Geschenk des Reisenden sterben konnte. Bis es geschah. Finde den Replikator und deaktiviere ihn. Nur dadurch können wir Siva ein für alle Mal versiegen lassen. Diese Dinger an der Decke. Ich orte DNA. Menschliche. Menschlich? Das ist unmöglich. Gebe Selbstzerstörung ein. Was geht hier vor sich? Nein, das kann nicht wahr sein. Eines eisernen Lords. Wir müssen verschwinden. Und zwar schleunigst. Ah!
Halfling. Siva gibt es nicht mehr und die Eisernen Lords haben ihre letzte Ruhe gefunden. Kehre zum Eisentempel zurück. Du hast dir deine Belohnung wahrlich verdient.